So, liebe Videofreunde, wir stehen hier in Sinsheim. Heute ist der 6.1. und wir wollen jetzt, hier ist Feiertag heute übrigens, und wir wollen jetzt nach Sinsheim in dieses Technikmuseum noch fahren. Das wollen wir uns noch angucken. Das ist der Stellplatz in Sinsheim. Ich gehe mal hier ein bisschen entlang. Recht groß. Also ihr habt hier verschiedene Stromsäulen. 1 Kilowattstunde 50 Cent. Ver- und Entsorgung und ja, Müllentsorgung und der Platz, ich glaube, der kostet 9 Euro. Ich weiß es nicht ganz genau, ich sag's nachher gleich nochmal ganz genau. Michael weiß es. Ja, wir machen uns jetzt ab, fahren zum Technikmuseum und schauen mal, dass wir uns das heute noch anschauen, weil ich glaube, das ist was für Michael. Heute Abend gibt es Geschnetzelte. Das haben wir uns in Sinsheim gekauft. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Und dazu gibt es heute Reis. Und dann schauen wir mal, ob es schmeckt, ne? So, es ist angerichtet und jetzt wünschen wir einen guten Appetit. Ich wünsche dir einen guten Appetit, so wollte ich sagen. Aha. Guten Abo. Na dann los. Ja. Ja. Liebe Videofreunde, ich bin jetzt mittlerweile hier in Bingen. Wir waren gerade eben bei Fritz Berger. Hier in der näheren Umgebung gibt es einen Fritz Berger Shop. Und ich habe das heute früh mitbekommen von unseren Camping-Nachbarn. Und die hatten sich unterhalten und haben sich dann gegenseitig da gefragt, ob die noch was von Fritz Berger brauchen. Da habe ich zu Michael gesagt, guck doch mal. Ich glaube, hier in der Nähe gibt es irgendwo einen Fritz Berger und so war es auch. Da sind wir hingefahren, da haben wir uns jetzt noch ein paar Kleinigkeiten gekauft. Und ja, jetzt bin ich auf dem Weg in das Museum. Michael hatte keine Lust und ist im Wohnmobil geblieben. Der geht mit Dolten hier schön ein bisschen spazieren am Rhein. Und ich schaue mir jetzt mal das Museum an. So, dann bin ich mal gespannt, ob es offen hat. Ich hoffe. Und da bin ich auch schon. Hier bin ich schon. Hier ist das Museum. Und Eingang ist hier rechts. Schreiben Sie also vor. Zum Rhein. Und dann
schauen wir mal, wo der Eingang ist. Ja, ich habe mal den Roman gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Da handelt es von Hildegard von Bingen. War ein Roman, war sehr schön. Das Buch. Ach, guck mal hier. Hier ist der Rhein. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Da hinten ist der Mäuseturm. Ja. Ich weiß nicht, doch, da hinten sieht man. Da ist der Mäuseturm. Und da oben die Burg. Und da hinten das Denkmal von Rüdesheim. Auf der anderen Seite ist ja Rüdesheim. Ja. Kann man auch schön spazieren gehen. Werde ich nachher hier unten lang laufen. So, und jetzt gehe ich mal in das Museum. Ja, liebe Videofreunde, wir befinden uns hier auf dem Stellplatz in Bingen. Der ist sehr schön, sehr ordentlich, sehr sauber. Ich zeige es euch mal. Ihr habt hier so wie so kleine Parzellen. Und da könnt ihr auf steinigem Untergrund parken. Dass das nicht so matschig ist, gerade jetzt so um diese Jahreszeit, habt ihr halt hier diese plattengelegten. Wunderbar. Jeder Stellplatz hat einen Stromanschluss und auch einen, ich glaube, Wasseranschluss. Aber, nee, nicht einen Wasseranschluss, sondern man kann hier Abwasser loswerden. Und zwar geht das aber nur in diesem kleinen Abwasservorrichtung hier, in dieser kleinen Abwasservorrichtung. Also man bräuchte einen Schlauch dazu, um das Abwasser loszuwerden. Die Betreiber sind wirklich sehr, sehr freundlich. Das muss man echt sagen. Ganz toll, ganz liebe Leute sind das. Und ja, es ist wirklich ein hübsches Plätzchen hier. Hier ist gleich die Entsorgestation. Hier habt ihr die Entsorgung der Chemietoilette und dann habt ihr hier Abwasser und im Winter gibt es jetzt hier nochmal Wasser, was man mit der Kanne wohl holen kann und im Sommer gibt es natürlich auch richtige Wasserversorgung, aber das ist im Moment wegen dem Frost nicht offen. Hier habt ihr, also Wohnmobilpark, hier steht es, Wohnmobilpark Bingen am Rhein heißt das. Und hier habt ihr so eine Infostation. Ihr könnt euch Bücher hier ausleihen. Und hier gibt es halt Informationen, Sehenswürdigkeiten, was es hier so in der Nähe gibt. Ihr könnt euch hier eintragen jeden Tag. Da gibt es so Zettel. Und da steht dann drauf, welche Brötchen ihr haben möchtet. Das wird geliefert jeden Morgen. Wunderbar. Also es klappt super und schmecken auch ganz lecker.
Und hier, ja, muss man sich natürlich eintragen wegen Corona. Der junge Mann ist abends ab 17 Uhr hier. Dann habt ihr hier noch einen Kühlschrank. Und zwar kann man sich hier aus eigener Herstellung, also Dosenfleisch, das soll sehr lecker sein. Wir haben uns auch was mitgenommen, weil er sagte, das wäre sehr gut. Mittlerweile würden wohl einige Leute hier sogar bestellen und sich das schicken lassen. Und haben uns auch mal ein bisschen was mitgenommen. Das werden wir wahrscheinlich heute Abend sogar mal probieren, wie es schmeckt. Ob wir da noch was mitnehmen für Norwegen. Weil es ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen was mit hat. Wenn man da oben ist zum Beispiel, wo man vielleicht mal nicht immer einkaufen gehen kann, dann ist es auch natürlich auch eine Preisfrage. Ne? Und so hast du was dabei, kannst du es warm machen, ein bisschen was dazu und fertig. Im Wohnmobil ist ja immer schön, wenn man schnell was machen kann. Ne? Ja, hier stehen die Preise dazu. Zu dem, was das hier kostet, die Wurst und auch das Essen, was in den Dosen ist. Da gibt es halt auch richtig, also wie hier Kammbraten, Schweinegulasch und so weiter, was man sich auch wirklich Bratwurst, was man sich warm machen kann, Hackbraten. Das nimmt man sich heraus, packt das Geld in so einen Umschlag hier rein. Da ist die Metzgerei, die können wir auch nochmal aufnehmen. Und dann kann man sich das mitnehmen. Also basiert auch auf Vertrauensbasis, finde ich total gut. Ja, hier ist die Entsorgungsstation für Müll. Ist auch alles sehr ordentlich. Dann gibt es hier einen kleinen Kräutergarten. Ne? Da kann man sich bedienen zum Kochen. Also das finde ich auch total goldig. Aber wir sind ja auch in Bingen, Hildegard von Bingen, mit ihrem Kräutergarten ja sehr bekannt. Ja, und hier ist dann die Entsorgungsstelle für Müll. Also ein wirklich hübsches Plätzchen. Und wie gesagt, also sehr, sehr nette Betreiber. Ganz, ganz lieb. Ja, man hat alles, was man braucht. Der Platz kostet 9,50 Euro. Plus 3 Euro Strom. Und das ist alles. Ja, ist eigentlich recht günstig, muss man sagen. Also Preis-Leistungs-Verhältnis super. Gibt einen Daumen nach oben von uns. Man ist auch hier direkt am Rhein. Man kann auch auf den Rhein schauen. Das sieht man allerdings jetzt schlecht. Ich drehe es mal um, aber ich glaube, man sieht schlecht. Ja, da hinten durch den Bäumen, da sieht man den Rhein. Und wenn ihr jetzt hier spazieren geht, hier hinten lang, dort hinten sieht man so vielleicht, ich weiß nicht, ob man da durchschauen kann, so eine Brücke. Bis dahin kann man laufen. Und dann könnt ihr direkt auf dem anderen Campingplatz gegenüber drauf gehen. Da habt ihr Stellplätze direkt am Wasser. Und das ist halt ein richtiger Campingplatz. Da könnt ihr auch Wäsche waschen und so weiter. Und das ist jetzt hier nicht möglich, aber wir finden den Stellplatz so herzallerliebst, weil der auch so super nett ist. Und wir haben uns dann entschieden, wir haben uns überlegt, ob wir rübergehen. Da wäre auch Platz gewesen, aber wir sind hier geblieben, weil die so nett und lieb sind. Und man hat alles, was man braucht jetzt hier. Also wunderbar. Wir sind zufrieden. Schöner Platz und schön, dass ich das kennengelernt habe jetzt. Dass ich dann auch vielleicht mal, wenn ich zu Michael fahre, auch mal jetzt wieder so ein Alternativplätzchen habe zur Mosel. Der Rhein ist ja auch toll, ne? So, heute probieren wir mal das aus, was es hier in dem Kühlschrank gab, in den Dosen. Das ist Hashi vorgekocht. Schaut eigentlich ganz gut aus. Du hast schon kurz gekostet und? Ist bei mir jetzt ein bisschen grenzwertig, das Urteil, wie es schmeckt. Immer noch kein. Hauptsache der Wein schmeckt. Das ist wichtig. Ich weiß ja, wie der schmeckt. Da steht einer, genau. So, wir werden berichten. Also es schaut jedenfalls gut aus. Mal gucken, ob es schmeckt. Na? Genau. Guten Appetit. Guten Appetit. Leg los.